Toni Kroos ist weiterhin vereinslos mit 33 Jahren. Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück beim FIFA 23 Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach, bei eurem Hansa-Fan. Und ja, das kurze kleine Intro war ein Hinweis darauf, Toni Kroos noch zu haben. Wird es vielleicht immer realistischer, dass er jetzt doch im Winter, zum Winter hin, einen neuen Verein nochmal findet oder beendet er doch seine Karriere komplett? Das ist die große Frage. Kommt er nach Deutschland zurück? Hat Gladbach eventuell Bedarf auf der Position? Man weiß es nicht. Man munkelt so, dass vielleicht Florian Neuhaus nicht gehalten werden kann. Absoluter Stammspieler mittlerweile, hat auch schon eine Stärke von 83 mittlerweile. Vertrag läuft am Saisonende aus. Ist da vielleicht was dran, dass er nicht verlängern möchte? Winter wäre die letzte Möglichkeit, nochmal Ablösesumme zu erzählen. Gleiches gilt für Stefan Leiner, der allerdings sicherlich bleiben wollen würde, aber wir uns vielleicht verjüngen wollen auf dieser Position. Da haben wir natürlich Joey Scully in der Hinterhand, der eigentlich auf dem Stammplatz drängt. Das sind Fragen über Fragen, aber erstmal muss ich sagen, vielen, vielen Dank für euren Input, den ihr unter das letzte Video reingeballert habt. Das war absolut unglaublich, was ihr da herrliche Kommentare geschrieben habt. Wunderbar, ich habe wirklich alles hinzugefügt, was ich so finden konnte. In die Wunschliste, zeige ich auch gleich nochmal, wer da alles jetzt drauf ist. Die werden alle erstmal gescoutet und dann werden wir sehen, wie wir jetzt zum Winter verfahren werden. Auf jeden Fall habe ich so meine Favoriten, mit denen ich auf jeden Fall verlängern wollen würde. Ich bin so auf eine Idee gebracht worden, dass ein Neuhaus vielleicht wirklich vor einem Schritt stehen könnte, nochmal zu einem ganz großen Club wechseln zu wollen. Dementsprechend könnte man ihn tatsächlich abgeben, um nochmal Geld zu generieren, denn eventuell ist eine Verlängerung gar nicht mehr so realistisch in diesem Fall. Klar, wir sind wieder in besserer Form, wir sind wieder auf Kurs, dass wir eventuell die Champions League erneut packen könnten. Aber Florian Neuhaus ist auch schon 27, vielleicht will er nochmal woanders hin wechseln. Das ist durchaus ein realistisches Szenario. Danke da an Jakob, der mich da auf die Idee gebracht hat. Und das hier ist unsere Transferphase. Romero, glaube ich, fällt schon mal komplett raus. 63 Millionen Marktwert, den können wir uns auf jeden Fall nicht leisten von Tottenham. Ansonsten werden alle hier noch gescoutet. Montiel, Tuta, Victor, Balerdi, Morato, Alderet, Cuesta, Wu, Junior, Hincapie. Kann, glaube ich, auch Innenverteidiger spielen, ne? Bin ich alles täuscht. Ibanez, auch noch mit dabei. Ranier, das waren die letzten vorgeschlagen. Also es sind einige mit dabei, die durchaus interessant sind. Ich persönlich finde diesen Christopher Wu ja interessant. Nach Stade Rennes haben wir sowieso schon ein paar Kontakte, weil wir von dort ja Honorar geholt haben. Dazu 1,91 großer Innenverteidiger. Glaube ich, würde mich überzeugen. Ich bin gespannt, wie er sich so anfühlt, wenn er fertig gescoutet ist. Und auch ansonsten hat der Jakob euch auf eine richtig krasse Idee gebracht. Chris Boateng ist ein Cousin von Kevin Prince und Jerome Boateng. Also das passt ja wie Faust aufs Auge. Die Nation würde passen. Ist da irgendwie, keine Ahnung, ein Bruder vom Vater der Boateng-Brüder. Das ist wirklich eine richtig geile Geschichte. Also die können wir weiterverfolgen. Chris Boateng, also ein Cousin von Jerome und Kevin Prince, ist jetzt im Fohlenstall von Mönchengladbach. So, der gewohnte Blick auf den Kalender. Wir sind schon im November, heißt also, wir haben noch ein bisschen Zeit, Verträge zu verlängern und eventuelle Wintertransfers einzutüten, zumindest was die Seiten der Abgänge angeht, denn ihr wisst ja, wir können Spieler mit auslaufenden Verträgen nur vor Eintritt der Transferphase verkaufen, also vor dem 1.1., denn ansonsten können nur Angebote für die kommende Saison gemacht werden und wir gehen leer aus am Ende, was Ablöse betrifft. Deswegen müssen wir jetzt schon eventuelle Verkaufskandidaten auf die Transferliste setzen. Was ich genau meine, erkläre ich ja gleich noch. Jetzt erstmal ein Blick, was heute uns erwartet. Auf jeden Fall das Champions League-Spiel gegen Juventus Turin, was ich komplett selbst spielen werde. Dann spielen wir noch gegen Mainz und dann noch das DFB-Pokalspiel gegen Hertha. Also vollgepackt. So, und hier ist unsere Transferliste. Ich habe jetzt tatsächlich Stefan Leiner auf die Liste gesetzt, denn aus dem würde ich schon ganz gerne noch ein bisschen Geld machen. Wir hatten schon mal ein Angebot von Aston Villa in Höhe von 12 Millionen Euro abgelehnt. Jetzt zum Winter könnten wir vielleicht nochmal marktwertgerechnet 10 Millionen Euro verlangen. Das wäre der realistische Weg natürlich. Ihr kennt das auf meiner Stelle. Und ja, mit 31 Jahren wäre es, glaube ich, sinnvoller, uns jetzt schon im Winter von ihm zu trennen und eventuell ja einen jungen Spieler nachzuholen, der die Backup-Position hinter Scully einnehmen kann. Auch Scully ist noch sehr jung, das stimmt. Müssen wir mal schauen, wie wir uns da am Ende verstärken werden. Ich warte da dann aber noch ab, ob wir ihn überhaupt abgeben. Fakt ist aber, Leiner ist ein Kandidat, mit dem wir nicht verlängern werden. Wenn wir jetzt kein vernünftiges Angebot bekommen, wovon ich aber nicht ausgehe, dann wird er halt den Rest der Saison bei uns, weil der Vertrag läuft, aus. Wir machen jetzt hier nicht mit Cheaten so, oh, Vertrag verlängern, im Sommer verkaufen. Sowas gibt es bei mir nicht, ne? Und dann habe ich jetzt tatsächlich auch Florian Neuhaus auf die Transferliste gesetzt. Auch sein Vertrag läuft aus. Er hat zwar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 51,5 Millionen Euro. Dortmund hat schon mal 35 Millionen geboten. Das ist unter Marktwert. Ich glaube, das war aber im Sommer noch. Ich glaube, der Marktwert ist erst jetzt in die Höhe geschnellt bei Neuhaus, weil er jetzt ja so gut performt, absoluter Stammspieler ist. Und wenn wir da tatsächlich irgendwie die 40 Millionen oder so kriegen, auch das ist realistisch mit einem auslaufenden Vertrag, 40, 45 Millionen, dann
ist auch der schon im Winter weg. Da bin ich ganz ehrlich. Da nehme ich lieber das Geld mit und ich sehe es auch absolut ein. Also nur wenn es wirklich ein Club ist, der wirklich jetzt absolut über uns steht. Ich nehme jetzt nicht jedes x-beliebige Angebot von einem englischen Premier League Club an, die ja alle in der Lage sind, so viel Geld auszugeben, definitiv. Aber ich hoffe, ihr versteht da ungefähr, was ich meine, wohin der Ansatz ist. Und wenn wir tatsächlich Neuhaus im Winter abgeben, dann wird doch, finde ich, so eine Verpflichtung von Toni Kroos realistisch, oder? Ihr merkt es, ne? Seit ich den ablösefrei entdeckt habe, finde ich es irgendwie eine geile Geschichte, den nochmal zuzuholen. Ich weiß, ich bin ein Realitätsverfechter, aber ein paar Abstriche kann man ja mal machen. Und wie gesagt, der ist jetzt fast ein halbes Jahr vereinslos. Schreibt dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Ich würde es ja irgendwie total feiern, Toni Kroos nochmal in der Bundesliga zu erleben. So, eine der wichtigsten Personalien, mit der ich auf jeden Fall verlängern will, ist Nico Elvedi. Klar, Stamminnenverteidiger, mehr oder weniger Abwehrchef und unangefochten. Ich glaube, der ist schon seit Ewigkeiten im Verein. Mit dem können wir weitermachen. Der ist 27 im besten Fußballalter. Klar kann es sein, dass er nochmal irgendwo anders hin will, aber wir wollen jetzt auch nicht die komplette Innenverteidigung auseinandernehmen. Und deswegen ist für mich ganz klar, dass wir den auf jeden Fall verlängern werden. Mir ist bewusst, dass da eine fette Gehaltserhöhung fällig wird. Gehaltsgefüge liegt maximal bei 45.000. Wir können leicht drüber gehen natürlich. Sicherlich ist es besser, da runter zu bleiben. Topverdiener sind aktuell Jovic und Hazard. Und Nico Elvedi verlängert um 3 Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Steigt auf ein Wochengehalt von 30.000 Euro. Allerdings, kleiner Wermutstropfen, er wollte eine Ausstiegsklausel haben. Und da sind wir auch auf einem realistischen Weg. Wenn der Spieler und der Berater auf eine Ausstiegsklausel pochen, dann, geben wir das doch ein. Wir haben auch noch ein bisschen höher rausgepokert. 40,8 haben sie verlangt. 42 Millionen Euro ist er jetzt drin. Die Ausstiegsklausel bei einem Wert von 24 Millionen ist es, glaube ich, okay für diesen Spieler. Müssen wir schauen. Auf jeden Fall haben wir ihn erstmal sicher verlängert. Und uns ist eine sehr gute Summe garantiert, wenn wir ihn gehen lassen würden. Und auch mit Connor Noss haben wir den Vertrag um 3 Jahre verlängert. Werden ihn jetzt aber nochmal ausleihen, weil ich finde, die Ansätze sind gut. Der spielt sich ganz gut, finde ich. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der immer nur auf die Gesamtstärke guckt, sondern auch wie die Spieler sich im Ingame spielen. Und das, finde ich, ist ganz okay. Und deswegen können wir jetzt nach der Vertragsverlängerung nochmal auf die Leihliste setzen und gucken, ob er nochmal einen Verein findet. Ich finde, der Typ hat Potenzial. Und damit haben wir mit die wichtigsten Vertragsverlängerungen ausgelotet. Klar, die Sachen um Janschke und Hermann, die werden sicherlich den ein oder anderen Borussia-Fan beschäftigen. Aber ich sehe es auch irgendwo nicht mal ein, die wirklich als Kaderleichen mitzuschleppen, weil ihre Einsatzchancen sind mittlerweile echt gegen Null gefallen. Und so leid es mir tut, dann muss man halt am Ende irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Geil wäre es natürlich, wenn wir hier wie im Fußballmanager eine zweite Mannschaft hätten. Dann könnte man die da auflaufen lassen und die jungen Wilden quasi als oder die jungen Wilde auf sie aufschauen lassen als Leitwölfe, aber das gibt es ja hier in FIFA leider nicht, deswegen werden sich wohl oder übel die Wege von Hermann und Janschke und der Borussia trennen bei uns. Und das ist die Startelf gegen Juventus Turin. Ich gehe das Risiko ein und schicke Julian Weigel erstmals wieder in die Startformation, auch wenn er vielleicht noch nicht ganz austrainiert ist wieder, aber ich gehe das Risiko eben einfach ein. Elvedi, Itakura wieder die Innenverteidigung, Scully rückt hinten rechts rein, das wird er auf Dauer jetzt demnächst auch bekleiden, Luka Netz hinten. Und ansonsten Hazard, Schäfer im Mittelfeld wieder, Hofmann rechts, Neuhaus auch, vorderen Jovic, da kann er hier nichts schief gehen. Auf der Bank, Schad, Philipp Tietz mit den Hufen, der so oft getroffen hat zuletzt. Auf geht's, zu Hause gegen die alte Dame. Und da haben wir es. Es schneit es schneit am Niederrhein. Die Fans sind aber trotzdem heiß auf dieses Spiel. In Mönchengladbach, der Borussia Park füllt sich so langsam. Und so soll es am besten aussehen, wenn Jovic das Ding oben einnagelt. Da sehen wir es nochmal. Farbig auf blau oder wie auch immer man es nennen will im Borussia Park. Die Mannschaft laufen auf und wir kennen es doch. Im November kann es durchaus mal schneien in Deutschland. Das ist gar nicht mehr so unrealistisch. Im November rum der erste Schnee, die erste Winterphase, dann zu Weihnachten wieder gefühlte 15 Grad. Und dann im Januar, Februar vielleicht nochmal ein Wintereinbruch. Naja, verrückte Winter haben wir auf jeden Fall in Deutschland. Die Champions League-Hymne ertönt, da stand es pickepacke voll mit einer wunderschönen Choreo. Und unsere Mannschaft, die ist heiß jetzt nach 2 Siegen in Folge gegen Linz, das Ding hier abzureißen. Und in der Champions League bekommen wir Aufstellungen. Das ist die Mannschaft von Turin. Daley Blind, der Kapitän, frisch zu Bayern gewechselt. In der Realität Philipp Kostic auf der Bank, auch Angel Di Maria noch dabei, Vlahovic, Kulusevski und Chiesa. Das ist schon ein toller Dreiersturm. Pogba noch im Mittelfeld neben Arthur und Zakaria, der uns ja im Hinspiel das Ding reingeschweißt hat. Und Anpfiff zu dieser Champions League Partie. Gruppenspiel Nummer 5.
Und da ist gleich das Tor in der vierten Minute durch Paul Pogba. Mit einem sicheren Flachschuss ins Eck. Geht keiner so wirklich auf den Ball führenden. Und Pogba ist völlig blank an der Strafraumkante. Hier schauen wir drauf. Da. Keiner geht so wirklich rauf. Und dann kommt der Pass da. Na gut, am Ende sind es 7, 8 Meter. Aber Pogba mit dem 1:0. So schnell kann es gehen hier. Früher Rückstand für die Fohlen. Und André Schäfer am Strafraum. André Schäfer mit der ersten guten Gelegenheit für Gladbach. Szczęsny hier so auf dem Posten. Gladbach zurück. Oder bemüht, schnell zurück ins Spiel zu finden. Oh, und das ist ein starkes Spiel. Chiesa mit der Chance. Chiesa mit dem Tor. 20. Zwei Schüsse, Juventus. Zwei Tore für den italienischen Serienmeister. Das ging dann noch zu einfach mit Pogba, mit Vlahovic, Kulusevski durchgespielt und Chiesa dann völlig frei. Da ist wieder mal einer zu früh rausgerückt. Ich weiß, ich muss das besser spielen. Ihr habt da absolut recht, falls ihr schon die mich schon mal darauf hingewiesen haben. Und Vlahovic und schon steht's 3:0. Auweia! Auweia! Sind die effektiv? Was geht hier ab? Zu viel Raum in der Defensive. Hier Vlahovic völlig frei. Keiner rückt wieder mal so richtig rauf. Zwei Ballrollen und dann kann er sich den ausgucken. Keine Chance für Sommer. Der ist hier die ärmste Sau in der Anfangsphase. Und das haben wir uns natürlich ganz, ganz anders vorgestellt. Und wir müssen schon früh regieren. Was für ein Fehlstart für Julian Weigel. Der muss da jetzt schon nach nicht mal 25 Minuten raus. Weil absolut gelb-rot gefährdet. Einmal Chiesa weggesetzt im Mittelfeld und dann noch ein Foul gezogen kurz vom 3:0. Ist absolut noch nicht in Form. Da muss Kramer rein. Das tut mir richtig leid für Julian Weigel. Das war zu früh. Und jetzt haben es mittlerweile Jan Sommer zu verdanken, dass es nicht noch höher ausfällt. Hier, Juve spielt Katze und Maus mit uns. Mit der Hacke da. Pogba mit dem Außenriss und Sommer ist die ärmste Sau hier gerade. Und wieder ist André Schäfer durch. André Schäfer mit Tempo. André Schäfer gegen Szczęsny. Und der hält die Null für die alte Dame. Das gibt's ja gar nicht. Und die nächste Chance gleich hinterher. Ko Itakura nach der Ecke mit dem Kopfball. Hier sehen wir es nochmal. Da schraubt er sich hoch, köpft auf den kurzen Pfosten. Szczęsny ist da und Blind stand auch noch auf der Linie. Oh, klasse Pass von Schäfer auf Jovic. Wieder Szczęsny zur Stelle, das gibt's doch nicht. Also wir haben auch noch Leben in uns, so ist es nicht. Wir geben uns hier noch nicht geschlagen. Kurz vor der Pause alle Möglichkeiten hier zu verkürzen. Und wieder Itakura. Kommt hier wieder zum Kopfball nach der Ecke, geht knapp drüber. Und Pause im Borussia Park. Also Juve mit einer absolut konsequenten und effizienten Spielweise in der Anfangsphase danach. Ja, hatten sie noch mehr Chancen, definitiv. Die Führung ist durchaus verdient in dieser Höhe auch. Dank Jan Sommer stand sich höher, aber kurz vor der Pause sind wir noch endlich so richtig erwacht in der Offensive und haben gute Chancen gehabt, die man eigentlich nutzen müsste. Und dann steht es hier schon nur noch 1:3 oder gar 2:3, wer weiß. Oh, klasse Ball von Netz auf Jovic. Jovic im Strafraum wird geblockt. Und jetzt gibt es einen Wechsel. Torgan Hazard raus, Philipp Tietz rein. Wir stellen um auf eine zweite Spitze. Knappe halbe Stunde noch zu gehen. Lassen aber die Grundordnung ist jetzt ein 4-4-2, ein klassisches mit einer Doppel-6 bzw. Doppel-8 mit Kramer und Neuhaus im Mittelfeld. Mal schauen, was jetzt geht mit zwei Spitzen. Oh, das gibt's doch nicht aus dem Nichts. Pogba mit dem 4:0. Also in der zweiten Halbzeit hat die Juve gar nichts angemeldet gehabt. Und plötzlich schweißt Pogba den da ins lange Eck. Das kann doch nicht wahr sein. Wieder mal einmal zu weit weg vom Gegenspieler und schon wird das bestraft gegen eine Mannschaft wie Unters Turin. Ja, da sieht man es, dass wir dann doch noch nicht in der Champions League-Spitze angekommen sind. Oh, ist das bitter hier. Und Itakura geht noch fast drauf und dann schweißt er den einfach in die lange Ecke. Mann, ey, ist das ärgerlich. Oh, toller Pass jetzt von Philipp Tietz auf Luka Jovic und er wird von Kyle Walker abgedrängt. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie hat er da irgendwie Gewichte hinten dran gehabt, warum er nicht aus dem in Tritt kam, das verstehe ich nicht. Oh, und Luka Jovic ist heute auch komplett abgemeldet. Jeglichen Ball, den er festmachen will, verliert. Jeglichen Ball, den er weiterspielen will, der geht in den Fuß des Gegners. Also das war wirklich kein Spiel für Luka Jovic. Wir verlieren am Ende. Ja, in der Höhe auch völlig verdient mit 0:4. Trotzdem finde ich, dass wir doch wenigstens ein, zwei Tore verdient gehabt hätten. Ganz, ganz bitterer Abend für uns, vor allem, wenn man bedenkt, wie es zuletzt immer gelaufen ist. Aber hey, wir stürzen mal wieder, aber es muss weitergehen.
Ja, ich bin mir sicher, wenn wir unsere Chancen da irgendwie besser ausspielen, dann ist da tatsächlich auch mehr drin. Dafür müssen wir in der Bundesliga gegen Mainz jetzt eben wieder nachlegen. Richtig, richtig schade. Vor allem André Schäfer, der hier im Interview zu sehen war, hat richtig gute Chancen gehabt, die er eigentlich nutzen muss. So, und wir hatten ja davon gesprochen, dass wir ein Angebot erwarten von einem absoluten Top-Club für Florian Neuhaus und dann auch verkaufen würden. Es kommt jetzt tatsächlich der FC Barcelona auf uns zu und möchte Florian Neuhaus haben. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, die es in sich hat. Allerdings spielen die tatsächlich nicht in der Champions League, sondern nur in der Europa League. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr an die Tabellen von der letzten Saison erinnern, aber das ist schon ein bisschen überraschend für mich. Dann ist jetzt die Frage, würden wir Neuhaus zu Barcelona ziehen lassen? Ich tendiere eher schon dahin, dass es durchaus realistisch sein könnte, denn Barcelona hat halt immer noch einen Namen, der deutlich größer ist als Mönchengladbach. Und ob die jetzt mal noch ein halbes Jahr in der Europa League spielen oder nicht, das glaube ich, spielt keine Rolle. In der spanischen Liga ist der FC Barcelona auch wieder auf Kurs Champions League, sind zumindest auf Platz 4 aktuell. Aber Kontakt noch zu den weiteren zwei Champions League-Rängen und auch noch Kontakt zu Real Madrid. Ja gut, da ist der Kontakt nicht so groß, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dementsprechend werden wir dahingehend mal delegieren, dass sie uns ein gutes Angebot machen. Ich tendiere jetzt erstmal zu 45 Millionen Euro. Ich glaube, das ist nicht zu viel des Guten. Mindestverkaufssumme wäre ich tatsächlich glatt bei 40. Das ist das Minimum, was ich für Neuhaus herausholen wollen würde bei einem Verkauf in der Winterpause. Und dann gibt es jetzt auch ein erstes Angebot für Stefan Leiner. Und die bieten uns einen gewissen Luis Enrique an. 22 Jahre jung. Rechts außen, 68er Gesamtstärke, ist jetzt nicht der Bombenspieler. Talente haben wir selbst genug. Wäre natürlich aber einer aus Brasilien, würde das Vorstandsziel erfüllen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen wir da nicht auf Krampf jetzt irgendjemanden verpflichten, der uns überhaupt nicht weiterhilft. Das tut er eben einfach nicht. Auch wenn sie uns noch 7 Millionen und diesen Spieler anbieten, das ist schon eine ordentliche Summe. Aber ich denke, da können wir auch noch ein bisschen mehr verlangen für. Marktwert liegt ja bei 10 Millionen Euro, halbes Jahr Vertragslaufzeit. Wir fangen mal hoch an und gucken mal, ob wir vielleicht bei 8,5 uns irgendwie einigen können, maximal, also mindestens. Und dann steht uns doch schon das Spiel gegen Mainz bevor, nachdem wir 0:4 gegen Juve auf den Sack gekriegt haben. Und Mainz ist mit 20 Punkten auf Rang 5, wir mit 17 Punkten auf Rang 10. Es ist eng zusammen, wir sollten zu Hause gewinnen, vor allem haben wir was gut zu machen nach der 0:4-Packung. Und diese Elf hier soll es richten gegen Mainz 05. Weigel wieder in der Startformation. Tietz beginnt heute für Jovic. Das ist die große Überraschung. Einfach weil Jovic für mich komplett abgemeldet war gegen Juve. Und Tietz ist einfach verdient, auch in der Bundesliga jetzt zu starten. Jovic aber dann eben als Joker. Ist auch gut, den in der Hinterhand zu haben. Weigel beginnt auch wieder. Kein gutes Comeback von ihm. Aber hauptsächlich wurde er rausgewechselt wegen der frühen gelben Karte. Und dadurch, dass ihm die frühe die gelb-rote drohte. Nicht aufgrund der Leistung. Also ja, komm schon. Und dann geht's los gegen die Mainzer. Rechts sehen wir die Aufstellung natürlich mit Alexander Mitrovic. Das haben wir beim letzten Duell, glaube ich, schon gesehen, dass der dort spielt. Und das ist klasse gespielt und das ist 1:0. Frank Honorat. Super rausgespielt über Hofmann, über Hazard. Und der legt nochmal ab zu Honorat. Und der mit dem eigentlich wichtigen 1:0 gegen Mainz 05. Und Pause. Das sieht ganz gut aus. 50-50 die Statistik. 3:0 Schüsse, 2:0 Chancen, 1:0 im Spielstand. Jawohl, wir sind auf gutem Weg. Und Tietz mit der Möglichkeit. Boah, das hätte es sein müssen. 50. Minute gleich das 2:0. Und dann natürlich Philipp Tietz, das hätte ich ihm so gegönnt. Und dann kommt das 1:1 durch Buchser. Ach Mann, das war zu einfach. Verdammt. Und das ist für mich ein Grund, jetzt einzugreifen. Wir wollen das Ding hier gewinnen. Zuletzt gab es ja auch schon nur in Anführungszeichen ein 2:2 gegen Borussia Dortmund. Last Minute in der Bundesliga. Klasse gespielt auf Tietz. Immer noch Philipp Tietz im Strafraum. Philipp Tietz! Und sofort knipst er! Sofort knipst er! Philipp Tietz! Absolut die richtige Entscheidung gewesen, den heute für Jovic zu bringen. Da haben wir einfach zwei herausragende Stürmer. Das muss man einfach sagen. Philipp Tietz und Luka Jovic. Hier, Florian Neuhaus mit einer seiner letzten Vorlagen für Gladbach. Wunderschöner Pass, Tietz. Mit seiner Geschwindigkeit, die er einfach hat, auf den ersten Metern. Und dann eiskalt vor dem Kasten vor Zentner. Und Mitrovic mit dem Ausgleich für Mainz, 10 Minuten nach der Führung. Auch das ging dann doch wieder ein bisschen zu einfach. Mainz gefühlt mit den einzigen beiden Schüssen im gesamten Spiel sofort konsequent erfolgreich. Hier haben wir es. Hier der wunderschöne Pass, dann ist Mitrovic zwischen Itakura und Elvedi durch. Und Sommer muss rauskommen. Trotzdem haut er den in die kurze Ecke.
Oh, knappe Viertelstunde vor dem Ende gibt es jetzt tatsächlich nochmal einen Dreierwechsel bei Gladbach. Jovic und Schäfer für Hazard und Tietz. Und dann gibt es das Comeback von Evander Borges Sanchez. Welcome back. Und Weigel mit dem Schuss. Sentner, tolle Parade. Aber immer noch Gladbach im Ballbesitz. Netz mit der Flanke. In der Mitte kommt keiner zum Kopfball. Nochmal Borges Sanchez auf Weigel. Jetzt ist der Angriff dahin. Und Sommer wieder mit einer Glanztat. Ball immer noch heiß. Wieder Sommer. Jetzt muss er ihn haben. Jetzt hat er ihn, Gott sei Dank. Und jetzt Jovic hat den. Nach Vorarbeit von André Schäfer. Luka Jovic im Strafraum. Jovic! Der Joker sticht. 90. Wieder Gladbach. Last minute. Und leider haben wir kein Jubelgeräusch im Hintergrund, denn in der Simulation ist das ja immer verbuggt. Aber es ist egal. Wir holen hier noch tatsächlich den Sieg. 3:2 in der 90. Ausrasten im Borussia-Park. Hier, schöner Pass von Schäfer. Jovic nimmt den mit der Brust. Und auch als Joker zeigt er Vollstreckerqualitäten mit dem Außenriss. Ist ja unfassbar. Luka Jovic. Und ich spreche einfach schon von Gewinnen, aber Mainz kommt zum Glück nicht mehr zum Angriff. Wir gewinnen das Ding. 3:2 gegen Mainz 05. Boah, was für eine spannende Schlussphase, ist das wichtig. Und wir können uns einfach auf beide Stürmer verlassen. Tietz beginnt, macht das wichtige 2:1. Jovic wird eingewechselt, macht das enorm wichtige 3:2. Unfassbar. Also ich bin absolut begeistert. Was haltet ihr von unserem Sturmduo, die sich jetzt momentan immer abwechseln können? Jovic auch von der Bank mal gefährlich. Das ist einfach stark. Und jetzt sind wir gleichgezogen, punktetechnisch mit Mainz. Das Spiel gegen Hertha im DFB-Pokal sehen wir dann beim nächsten Mal. Das, glaube ich, heute war mit Transfer- und Scouting-Bericht ganz schön in die Länge gezogen worden. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn dem Video wieder einen Daumen nach oben geben würdet. Letztes Mal habt ihr ein bisschen geschwächt, Leute. Knallt die Daumen rein. Würde ich mich so darüber freuen. Ist der einfachste Weg, einen YouTuber zu unterstützen. Gerade die Kleinen brauchen die Hilfe. Und haut gerne die Kommentarspalten wieder voll. Was haltet ihr von der Großdebatte? Was haltet ihr davon, wie ich mit Neuhaus umgehe? Mit Leiner? Was haltet ihr davon, wen wir bisher Verträge verlängert haben? Wen sollen wir tatsächlich für die Innenverteidigung verpflichten? Denn ihr wisst, auch Friedrich wird uns verlassen im Winter. Das klären wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.